Think twice. What if I'm right? Imagine how I feel. For words would be lies. Bear that in mind. If it is true. Wir sind gerade im Dogma-Klang-Tonstudio in Osnabrück-Dodesheide und nehmen hier meine neue Platte auf. Ich bin Tobi Schneider und ich bin Musikproduzent im Dogma-Klang-Studio in Osnabrück. Joseph hat eine sehr persönliche Art, Musik zu machen. Also es ist, man hat das Gefühl, dass man ganz, ganz nah dran ist an seinen Geschichten und an ihm als Künstler. Ich glaube, das ist auch das Besondere, das Spezielle an seiner Musik. Das ist, dass man immer eine ganz, ganz große Nähe verspürt und das, worüber er erzählt, man glaubt es ihm. Das ist das Ding, man glaubt es ihm tatsächlich. Er ist ein generell sehr, sehr zurückhaltender Mensch. Ein ziemlicher Tiefstapler tatsächlich. Also er kann sehr, sehr vieles sehr, sehr gut, gerade halt, wenn es ums Musikmachen geht. Er ist ein ganz, ganz toller Sänger, ein toller Gitarrist. Hat es aber nicht nötig, das irgendwie raushängen zu lassen, sondern ist dabei einfach noch ein sehr, sehr netter Mensch. Against the Sea ist ein ganz besonderes Album geworden. Es ist ganz, ganz spannende Musik. Das schlägt auch gerade in eine Kerbe in der Musiklandschaft in Deutschland, wo gerade viel passiert. Also es ist sehr, sehr frisch. Es ist sehr, sehr echt und dabei trotzdem sehr frisch. Und das macht es für mich sehr, sehr besonders. Ich glaube, ich mag sehr, sehr gerne Grandma's Eyes. Der hat, da hat man schon bei der Produktion eigentlich schon gemerkt, ah, da kribbelt es irgendwie, da ist irgendwie Feuer drin. Und wir haben halt einen sehr intimen Song daraus gemacht und ihn mit sehr, sehr großer Nähe produziert. She was on phone. Told me you died. The crowd was waiting, but I had to cry. Die Platte heißt Against the Sea, weil es inhaltlich viel um Widerstände geht oder um den Kampf gegen etwas. Ein Song als Beispiel wäre Elizabeth. Meine Großmutter heißt Elisabeth und sie ist gestorben, als ich 12 war. I regret that I never found time to see you. Believe me, I give everything I've got. Suddenly the day you died, your family felt blue. Your husband cried. Welcher Song mich vielleicht am meisten überrascht, dass er so toll funktioniert. Und weil er eben wahrscheinlich auch mit Tobi gemeinsam total auf links gedreht wurde. Also wir haben den Weg eben auch sehr verändert hier in der Zeit. Ist Lost in the Crowd. Das Highlight für mich in der Studiozeit war der Chor. La, 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 la.
Zeit für mich im Studio war sehr hilfreich, sehr inspirierend auch. Und das werde ich auf jeden Fall, also es war so eine fruchtbare Zusammenarbeit und so eine fruchtbare Zeit, dass ich das nächstes Mal bei der nächsten Platte irgendwann auf jeden Fall auch nochmal so machen werde. Whenever you find an open door, you go through and you take the chance you have. Wherever you are, you make this place to your home, not to your grave. You chase success, you are never homeless. No helping hand.